Ja, hier ist sie, meine weiße Dippy VR E4-Brille, die ich zurzeit ja sehr viel für Steam-Gameplay nutze. Und das gute Stück wird jetzt langsam aber sicher abgelöst, nämlich durch die schwarze Dippy VR E4, die mich endlich erreicht hat, die ein Facelift bekommen hat, die hier und da ein kleines Upgrade bekommen hat gegenüber der White Edition. Und in diesem Video packe ich erstmal ganz klassisch in ein Unboxing natürlich hier die schwarze aus, schaue mir die erstmal in Ruhe an, vergleiche das ein oder andere schon mal mit dem weißen Headset und probieren, ja, werde ich das Ding natürlich auch noch mir also einmal aufsetzen, mir mal schauen, ob das jetzt immer noch bequem ist gegenüber der weißen. Befeuern werde ich sie dann im nächsten Video. Also erstmal so ein erster kleiner trockener, ja, Eindruck, was ist drin und wie sie mir gefällt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Hier ist die Dippy VR E4 Black Edition und das erste, was hier wirklich auffällt. Ja, den Karton kenne ich schon, also er sieht exakt so aus wie die, ja, White Edition, wie mein Unboxing von der White Edition. Ich glaube, wir erinnern uns, ne? Heute packe ich mal wieder für euch was Großes aus, ein ganzes Headset, die Dippy VR E4. Ja, man hat jetzt einfach den Karton von der White Edition genommen und hier so ein, ja, Aufkleber drauf geklebt, Black, also das merke ich hier richtig, das ist ein Aufkleber, ja, also man hat die Kartonage komplett nochmal benutzt von der White Edition. Okay, ist ja auch, ne, spricht ja nichts dagegen, ist natürlich ein bisschen komisch, dass die weiße drauf ist, aber das Schwarze soll hier drin sein. Ja, die Schwarze hat ein paar Upgrades bekommen, ein Turbokühlsystem, also das Ganze soll jetzt nicht mehr ganz so heiß werden wie vorher. 20 Grad weniger wird hier versprochen. Das Lüftermodul selber hat auch ein Upgrade bekommen in der Black Edition und soll jetzt nicht mehr ganz so laut sein. Also bei der White Edition hat man es zwischendurch schon mal gehört, dass der Lüfter sich am Drehen war. Auch Audio soll verbessert worden sein, ne, mit satteren Sound, und es sollen sogar Ohrhörer jetzt mitgeliefert werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, ja, was das ist und wie die so ausschauen. Aber man kann jetzt auch Ohrhörer bei Dippy VR direkt bestellen, die dann zum Headset passen. Ja, dann gibt es eine neue Kabellösung. Das Kabel soll stärker sein und es soll sogar jetzt 6 Meter statt 5 Meter lang sein. Ich bin auch hier gespannt, ob das besser wird oder, ne, ob man das merkt. Und dann gibt es noch ein kleines Facelift, nämlich eine Komfort- und, ja, Optikverbesserung. Es gibt einen neuen Headstrap, ja, also auf jeden Fall ein neues Kopfband. Und auch der Faceliner soll anders sein. Also da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Controller sind noch weiß, das weiß ich. Ja, das ist jetzt wie gesagt der Karton. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken einfach mal rein. Die Folie habe ich schon mal abgemacht. So, und da ist das Headset. Ja, ich habe vorher noch nicht reingeschaut. Es ist hier noch beklebt. Ja, ihr seht schon, die Controller sind tatsächlich weiß. Hier ist Zubehör drin. Ja, und das hier kennt man natürlich, das ist hier nur zum, ja, Schutz. Okay, was haben wir? Wie gesagt, das Headset selber, Zubehör und die Controller. Zubehör ziehen wir jetzt erstmal hier runter. Okay, da passiert gar nichts. Hier ist das so ein bisschen eingekerbt. Okay, ich stelle es einfach mal daneben. Hier steht noch so, wie es funktioniert. Könnt ihr euch anschauen hier, ne? Ist da noch so aufgezeichnet, sonst ist da nichts. Und dann nehme ich das hier mal raus. Okay. Und das Kabel ist in der Tat dicker. Also das merke ich jetzt von vornherein schon. Wenn ich es hier so rausnehme, da hat sich ein bisschen was getan. Und ja, hier war das Kabel drum gewickelt. Und dann sollte, glaube ich, noch irgendwas da drunter sein. Tatsächlich, hier sind noch die Stecker. Das ist ein bisschen anders wie bei der Dippy VR E4 White Edition. Wir tun das hier mal zur Seite und dann gucken wir jetzt erstmal, was hier noch alles so drin ist. Hier sind die Ohrstecker. Tatsächlich, also die sind jetzt mitgeliefert. Das war vorher nicht der Fall bei der weißen Edition. Jetzt gibt es hier, wie gesagt, die Ohrstecker gleich dabei. Da bin ich natürlich gespannt, ob die funktionieren, beziehungsweise ob die taugen. Funktionieren werden sie wohl, aber ob sie auch taugen.
Ich nutze ja da so ein bisschen hochwertigere von Sony. Und jetzt sind hier, wie gesagt, welche dabei. Die sind auch in Weiß. Also man hat alles in Weiß ja, beibehalten. Außer das Headset selber ist ein schwarzes. Ich hatte lange kein schwarzes Headset mehr auf, muss ich dazu sagen. Ne? Man ist mittlerweile die weißen Headsets so gewohnt, ne, vom Pico und Quest. Ja, ein sehr kurzes Kabel hier, sieht man. Ne? Also ist nicht viel. Und ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren, was die so taugen, dann, wenn ich das Headset das erste Mal aktivieren werde. Ne? So, das war das. Es sind noch ein paar Penümpel dabei. Ne? Große Ohren, kleine Ohren, dicke Ohren, schlanke Ohren. Ihr kennt das alles. Und hier haben wir wieder Stecker für jedes Land. Keine Ahnung, hier so komische, ne? Ich weiß nicht, wer sowas hier braucht. Und ja, das hier brauchen wir. Das sind unsere Stecker hier, ne? Okay. Kamera, ne? Ist es immer sehr schwer. Ich lege das hier mal hier hin. Und dann haben wir nochmal hier sowas, auch wieder sowas Flaches hier. Keine Ahnung. Ist auch noch mit drin. Ja, das Ganze geht dann natürlich auf den Adapter. Das ganze Ding braucht ja hier wieder Strom. Ohne geht's ja nicht. Okay, so, hier ist ein Knopf da unten. Zack, jetzt habe ich es ab. Ah, okay, doch, ziemlich einfach, ne? So, jetzt habe ich es für meine Steckdose hier fertig. Hier stehen noch so ein paar Sachen drauf. Ne? Aber wen interessiert es? Euch wahrscheinlich nicht, ne? Strom halt, ne? Gut, das war es dann schon, oder? Was haben wir hier noch? Ne, da ist auch noch was. Guck mal, Klipse sind da drin. Hier ist auch noch irgendwas. Ich sag schon wieder, das war's. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Aha. Ah, das scheinen irgendwelche... Ach, das sind bestimmt Spacer hier, ne? Guck mal, Spacer für Brillenträger. Ja, war, glaube ich, bei der weißen auch nicht dabei, ne? Spacer. Okay. Und hier wahrscheinlich Kabelclipser, ne? Jo, Kabelclipser. 1, 2, 3. Also ihr habt nochmal 3 separate Kabelclipser dabei, wenn ihr das irgendwo dann anklipsen wollt, euer Kabel. Auch das, meine ich, war bei der weißen nicht dabei. So, jetzt gucken wir nochmal das Kabel. Das ist definitiv dicker. Wir haben hier wieder die Anschlüsse DisplayPort und natürlich USB 3.0. Das ist genau das gleiche wie bei der weißen Edition auch. Da hat sich nichts getan. Und dann schauen wir uns mal Anfang und Ende an, weil ich weiß noch, bei der weißen, da muss man das oder kann man das immer ineinander stecken. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das hier so verhält. Das ist, wie gesagt, jetzt nochmal DisplayPort und USB 3.0. Das Ganze geht dann hier drauf. Das sind ungefähr jetzt hier so, was ist das? Meter, ne? Meter bis zu dieser Kiste. Da kommt natürlich jetzt das Stromkabel dran, euer Netzgerät, ne, was dabei ist. Dann ab in die Steckdose und dann ist das schon fertig. So, das Ganze geht jetzt zum Headset. Das legen wir jetzt erstmal so ein bisschen. Das ist wirklich dicker, das Kabel. Also wir können das gleich nochmal vergleichen. Ich lege gleich nochmal die Originalsachen daneben oder beziehungsweise die Vorgängersachen. Und hier ist schon der größte Unterschied, das muss ich sagen, das war bei der White Edition anders, das zeige ich euch nachher. Ja, das ist jetzt hier fest, hinten ist das reingeklipst, so sieht man, ne? Und an der Seite ist es auch nochmal verklipst, das Kabel. Und dann geht es jetzt hier unter das Visor. Man kann es natürlich nach wie vor klappen, genau wie die weiße Edition. Und wir machen jetzt erstmal hier die ganze Geschichte hier ab. Und das Ganze dann auch mal ein bisschen ausgepackt aussieht. Ja. Zack, zack, zack. So, und sieht auch schon mal ganz gut aus, ne? Wieder mehr Müll wie alles andere. Okay. Und dann haben wir hier die Linsen. Also da hat sich jetzt nichts getan zu der weißen Edition. Es ist die gleiche Auflösung, es sind die gleichen Linsen. Also da wurde jetzt nichts verbessert. Das soll erst mit der
Nachfolgebrille passieren mit der E5. Aber wir schauen natürlich gleich trotzdem nochmal rein, wie sich das gegenüber der weißen Brille verhält. Also ich meine, das ist hier ein anderer Schaumstoff, so, ne? Und auch hier hinten, das meine ich, ist ein bisschen anders, ne? Okay, es hört sich wieder sehr cool an. Knack, 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 knack. Und ich meine auch hier hinten diese Polsterung, die wäre jetzt neu. Aber das halten wir gleich gesagt, wie gesagt, nochmal aneinander. Ansonsten haben wir vorne natürlich wieder die Kameras, ne, zum Tracken. Und ansonsten ist das Ding diesmal schwarz. Also gefällt mir auf jeden Fall optisch besser. Finde ich, sieht auch ein bisschen hochwertiger aus wie die weiße Edition. So, ich hoffe, ihr könnt alles vernünftig sehen. Das ist echt immer ein bisschen tricky mit Unboxing. So, und die Controller, ich tue jetzt erstmal die Brille zur Seite, sind in der Tat wieder die weißen und es sind, ich würde jetzt einfach mal behaupten, die gleichen. So, ein Büchlein ist noch drin, wer noch ein bisschen was lesen will, ne, darf natürlich nicht fehlen. Ansonsten war's das, okay. Wie gesagt, das sind die Controller der schwarzen. Ich habe natürlich jetzt hier schon vorbereitet für euch die Controller meiner weißen DPU AE4. Und ich habe hier den linken Controller und jetzt nehmen wir hier auch mal den linken, ne, den rechten, ne, links. So, da ist er. Und wie ihr seht, sie sind tatsächlich gleich. Also es sind die gleichen Controller, da hat sich nichts geändert. Optisch wie auch vom Anfühlen, 1:1 die gleichen. Also hier habt ihr null Veränderung. Ja, und hier liegen jetzt beide Versionen nebeneinander, die weiße Edition und jetzt die, ja, mit dem Facelift, die schwarze Edition. Und das Erste, was, glaube ich, schon mal auffällt, hier ist jetzt eine Kühlrippe, die hier gänzlich gar nicht vorhanden ist. Also das wird wahrscheinlich das neue Turbo-Kühlsystem sein. Dann fällt auf, das Kabel ist wirklich dicker. Also auf jeden Fall, also das sieht man direkt, dass das Kabel viel, viel dicker ist. Ja, also ich würde sagen, locker ein Querschnitt, wenn nicht zwei Querschnitte mehr. Und ja, ansonsten war das hier auch links befestigt. Man hat hier auf die Polsterung an der Seite verzichtet, jetzt bei der schwarzen. Macht auch keinen Sinn, weil die hat eh nichts gemacht am Kopf, ne? Hinten, das ist meiner Meinung nach dieselbe Polsterung. Ja, das fühlt sich genauso an. Genau wie diese hier für die Stirn. Auch das fühlt sich gleich an. Was hier direkt auffällt, ich drehe sie mal um. Hier ist wieder die Kühlgeschichte, die ist auch unten jetzt vorhanden. Und das hier ist jetzt Stoff. Das ist jetzt wie so ein, ja, Schaumstoff, Stoff. Ne? Also es ist immer schlecht, wenn sich das vollsaugt. Ihr kennt das, ne, mit Schweiß. Und das hier ist nur Gummi. Ja, nur so eine Gummilabbeldingen-Geschichte. Da muss man natürlich jetzt gucken, was ist besser. Hier vorne ist wieder Gummi für die Nase. Aber das Drumherum, das ist jetzt aus Stoff. Das kann man auch rausnehmen hier. Komplett. Ja. Um natürlich dann auch die Spacer hier zu benutzen, später, falls man eine Brille trägt. So, ich zeige euch das Ganze mal einmal ohne. So, und dann kann man wahrscheinlich auch das Kabel jetzt hier rausnehmen. Oder ist das geschraubt? Das ist tatsächlich geschraubt, Leute. Das ist angeschraubt hier. Da ist eine Schraube drin. Ja? Also so rausziehen mal eben ist nichts. So, dann stecken wir es wieder drauf. Oh, ist magnetisch. Ja? Super. Ja, und wie gesagt, ihr könnt es natürlich nach wie vor hier klappen. Ne? So, ja, nehmen wir hier das auch mal einmal raus, das Gummi. Das ist dann auch ungefähr wieder gleich. Hier ist es, Kabel, das kann man nicht rausziehen. Ne? Seht ihr, da ist Plastik drüber hier. Bei dem anderen kann man dann, wenn man das vorher ein bisschen losschraubt, kann man das abmachen. Ne? Wir schauen nochmal. Nicht, dass ich hier wieder Quatsch erzähle, aber ich sehe hier wirklich eine Schraube. Also ich glaube, so rausziehen kann ich es nicht. Nein, so rausziehen kann ich es nicht. Es ist wirklich verschraubt. Aber man kann es, wenn man möchte, abschrauben. Was man nicht mehr machen kann, das zeige ich euch jetzt hier hinten am Anschluss. Ihr seht hier bei der weißen, das Kabel musste ich hier dran stecken oder kann man dran stecken. Und jetzt bei der schwarzen ist der Knubbel hier fest, also da ist nichts mehr mit Abschrauben.
So ist auch kürzer, ne? Hinten jetzt am Headset. So sieht man das. Genau, hier ist ein bisschen länger beim Weißen. Und hier ist ein bisschen kürzer. Und hier war auch der Kopfhöreranschluss dran bei der Weißen. Das ist jetzt auch bei der Schwarzen hier genauso. So, ah, da ist er. Da kommen die Kopfhörer rein. Da bin ich gespannt. So, vom Gewicht kommt mir das Dingen. Ja, ein bisschen schwerer vor, muss ich sagen. Also das liegt wahrscheinlich an dem dicken Kabel. Also jetzt, so wenn ich so... Es ist jetzt marginal, aber es kommt mir ein Tacken schwerer vor. So, ansonsten würde ich sagen, sehen sie eigentlich relativ gleich aus, ne? Das macht dasselbe Geräusch. Ja, das ist auch gleich geblieben. Da hat sich nichts geändert. Was jetzt hier noch auffällt, ist Klett. Man hat hier komplett auf Klett gesetzt, um das hier oben zuzumachen. Hier waren es ja, wie gesagt, mit so vorgegebenen Löchern. Ne? Da habe ich dann nur drei Stufen gehabt. Hier 1, 2, 3. Das war jetzt nicht so die Menge. Und das finde ich besser mit dem Klett. Dann hat man da mehr Einstellmöglichkeiten. Alles gut. Ja, jetzt muss ich das Ding natürlich nur noch in der Praxis bewähren. Also wie gesagt, die Linsen, technisch alles ist gleich, Auflösung ist gleich, da hat sich gar nichts geändert. Es ist wie gesagt ein, ja, ein kleines Upgrade, ein Facelift, mehr oder weniger. Und bis jetzt sieht alles sehr, sehr cool aus. Also ich bin schon gespannt, also der Lüfter hat man wie gesagt wirklich gehört. Wenn man jetzt ohne Kopfhörer gespielt hat, dann war er schon mal hier und da ein bisschen zu hören. Nach Gebrauch war die Brille wirklich relativ warm. Also das werde ich dann mal überprüfen nach so einer Anspiel-Session, wie warm sie vorne noch wird. Und ansonsten finde ich, wirkt sie ein Tacken hochwertiger wie die weiße Brille. Ja, wie gesagt, dickes Kabel. Achso, das wollten wir ja auch noch mal bisschen einmal daneben legen. Das kann ich euch hier zeigen nochmal. Also hier seht ihr jetzt wirklich, komm, wir machen das mal hier bei den Weißen, dann sieht man noch mindestens mal, wie viel dicker es wirklich ist, ne? Oder meine Hand darunter. So, hier seht ihr jetzt den Unterschied. Das dicke ist natürlich das neue Kabel und das dünne ist das alte Kabel. Also da ist schon ein bisschen mehr was hinter. Bin ich, wie gesagt, ja, mega, mega gespannt. Gut, ich werde das Ding jetzt zum ersten Mal aufsetzen. Dann kann ich euch schon mal so ein bisschen was sagen, wie das vom Komfort ist. Besser oder schlechter wie die weiße. Technisch im Betrieb, das machen wir natürlich nochmal extra. Aber jetzt erstmal auf den Kopf mit dem Ding. Ja, jetzt habe ich das Ding endlich auf dem Kopf, wie ihr seht. Man kann es ja wieder zuklappen. Und hier muss ich gleich schon sagen, hier hat sich diese Gummilösung ein bisschen besser erwiesen. Weil wenn ich es nämlich jetzt umklappe, dann drückt das Schaumstoff natürlich gegen die Stirn. Und ich, ne, und jetzt praktisch so unter die, ja, Augenhöhlen. Und ich kann jetzt nicht komplett umklappen. Ich muss es echt ein bisschen so ein bisschen schieben hin und her. Und dann zack. Passt es wieder. Also los, aufklappen ist kein Problem. Zuklappen muss man dann so ein bisschen variieren. Aber trotzdem finde ich dieses Hoch- und Runterklappen immer noch mega. So, dann kann ich das Ganze hier anziehen. Und ja, wenn man es nicht im Betrieb hat, dann kann man immer sehr schön sehen, ob sich irgendwas spiegelt in den Linsen. Ja, und ich sehe rechts und links ein Büschel Licht. Also wenn ich das hier wieder an der Seite zudrücke, den Schaumstoff, jetzt ist es dunkel. Unten kann ich natürlich runterschauen, ne, das ist kein Problem, weil das hier ziemlich offen ist. Das ist aber auch wegen diesem Klappmechanismus. Ne? Also ein bisschen Lichteinfall habe ich da und Stremmer kriege ich es auch nicht. Aber es ist wie gewohnt bequem. Ja, sie ist leicht, die DPWIA E4, deswegen nutze ich die ja auch sehr, sehr gerne, gerade die White Edition. Und hier, das ist nichts anders. Was ich immer noch so ein bisschen vermisse, ist, dass man das Visor vor- und zurückschieben kann. Weil das ist jetzt hier das Problem, ne? Weil wenn ich es jetzt dran drücke, dann verschwindet auch rechts und links das Licht, also diese Lichteinlässe, ne? Dann bin ich ja näher am Gesicht dran. Und ich kann jetzt so praktisch mit Gewalt richtig schön fest dran drücken. Aber das schafft die Brille nicht selber. Also dafür müsste man dann wie bei der PlayStation dieses Visier nochmal schieben können. Das wäre so das i-Tüpfelchen. Aber so im Großen und Ganzen finde ich es jetzt auf jeden Fall bequemer und schicker
als wie bei der weißen mit diesem Gummischlabbelzeugchen. Also das hier gefällt mir auf jeden Fall besser. Nun, ihr wisst, wenn sich das wieder vollsaugt mit Schweiß, das ist wieder die andere Seite der Medaille. Also viele schwören ja auf Gummi, ne? Andere sagen, wegen der Bequemlichkeit ist es dann besser mit diesem Schaumstoff. Also ja, hat alles Vor- und Nachteile. Aber ansonsten, vom Sitz ist es auf jeden Fall cool, gefällt mir besser wie diese Gummilösung. Jetzt schauen wir nochmal die Ohrstecker. Bei der ersten Version der DP Huia E4 waren keine Ohrstecker dabei. Jetzt müssen wir gleich mal schauen, wie sich das dann hier verhält. Das ist ja jetzt hier auch ein bisschen kürzer, hier dieser Anschluss. Das war bei der anderen Brille ein bisschen länger. So, kann man reinstecken. Und dann hat man natürlich hier die Ohrstecker. Ich schaue mal, ob das passt von der Länge. Links, rechts. Ich hoffe, das steht da drauf. Da steht da sogar drauf. So, links und rechts. Zack, hat man jetzt hier so schön. Das passt, ne? Das ist okay. Kann man machen, ne? Jo. Runterklappen das Ding. Und ja, ich höre das Kabel auch nicht klappern, irgendwie rascheln, ne? Dass das irgendwo dran schleift, wenn ich den Kopf bewege. Ja, jetzt muss ich das Ding natürlich nur noch befeuern. Das werde ich natürlich auch machen, keine Frage, aber nicht in diesem Video, weil ich nehme das Ganze auf mit Einrichtung und so weiter, soweit wie ich es aufnehmen kann. Ja, es ist ja nun mal kein autarkes Headset. Ich kann nur das aufnehmen, was ich auch auf dem PC sehe. Leider nicht, was ich im Headset sehe. Bei der Einrichtung, das ist leider so, ne? Ich halte euch das schon irgendwie im Video fest. Also schwarz gefällt mir auf jeden Fall wieder besser wie weiß. Wir hatten lange genug weiß, aber ich glaube, die Farbe eines Headsets ist irrelevant. Das ist nicht ganz so wichtig, ne? Sieht man ja eh nicht, ne? Selbst wenn sie pink wäre, ne? Ich sehe da ja von nichts, aber okay. Ist mal wieder ein bisschen was anderes, wieder ein bisschen back to the roots, ne? Als es damals mit der Quest 1 und Rift S losgegangen ist. Da war ja auch alles in schwarz und jetzt mal wieder so ein bisschen, wie gesagt, zurück in der Zeit. Ja, wie gesagt, das Kühlingssystem, das sieht man jetzt hier, dass jetzt hier, wie gesagt, mehr Auslässe sind. Den Lüfter werde ich mir dann anschauen bzw. hören, ob man den noch hört. Und technisch ist das Ding wie die vorige DP Huia E4, aber wenn ihr natürlich damit jetzt liebäugelt, euch die zu kaufen, dann würde ich jetzt schon sagen, holt euch auf jeden Fall die schwarze, weil die hat ja ein bisschen was Besseres an Bord. Und wie das Ding ja ansonsten funktioniert, das weiß ich ja auch. Ne? Tracking hat sich mittlerweile massiv verbessert als wie am Anfang. Also man hat hier sehr viel mit Firmware-Updates nachgeholfen. Also das Ding hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und ich glaube, DP Huia ist hier wirklich auf einem sehr, sehr guten Wege. Ja? Und ich freue mich schon. Ich werde das Ding auf jeden Fall mit Half-Life Alyx dann testen, ne? Mit dem Klassenprimus, ganz klar. Ja? Und ich wollte es ja eh nochmal durchspielen und dann starte ich praktisch meine Half-Life Alyx Let's Play-Reihe mit diesem neuen Headset. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann dabei seid. So, wenn ihr noch Fragen habt zur DP Huia E4 Black Edition, wenn ich mir noch irgendwas anders anschauen soll, ja, gegenüber der weißen Edition, nicht wieder irgendwas vergessen habe, irgendwas ist noch unklar, dann schreibt bitte all das jetzt in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt noch raus eine Einladung für unseren Discord-Server. Joint gerne. Ja, eine große, schillige VR-Community erwartet euch dort. Und der Link für unseren Discord natürlich wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Oder einfach vr-discord.de eingeben und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. Ja, das war's dann erstmal. Ich gehe das Ding jetzt hier mal scharf machen, ausprobieren. Und dann schaut euch das gerne an, ne? Abo nicht vergessen, kriegt ihr dann eine Info, wenn das Video online geht. Dann hoffe ich natürlich, dass wir uns auch bei den anderen Videos auch demnächst wiedersehen. So, dann schönen Abend, schöne Woche wünsche ich euch. Bis dahin, euer Sascha.